Auf dem Friedhof in Bad Urach steht eine neue Skulptur. Am Samstag wurde sie feierlich enthüllt. Gestiftet wurde die Statue vom Herzspezialisten Dietmar Gann, der in Bad Urach geboren wurde, mittlerweile aber in die USA ausgewandert ist und derzeit in Tucson, Arizona lebt. Gann will mit dem Denkmal seine Mutter ehren, aus Dankbarkeit dafür, dass sie als Kriegerwitwe es unter größten Entbehrungen fertigbrachte, ihn und seinen Bruder studieren zu lassen. Der Uracher Steinmetz Hannes Reuter hatte die Skulptur gefertigt.